Jawohl! So muss das aussehen. So muss das sein. Immer rein damit in die gute Stube, in die Futterluke. Moin und herzlich willkommen zurück zu Astroneer in der Release-Version 1.0. Wir wollen jetzt mal einen großen Shredder bauen und dafür brauchen wir Wolframit oder so. Und das wird jetzt gerade hier in dieser Chemie-Bench gecraftet. Ja, das geht jetzt hier gerade durch und wir haben ein bisschen niedrigen Energie-Output. Das bedeutet, die ganzen Sachen dauern gerade ziemlich lange. Das heißt, ich sollte mal wieder meine Bioreaktoren hier anwerfen. Das heißt, ich muss mal wieder Biomasse farmen. Ich muss mal wieder Pflanzen töten. Ja, wir müssen mal wieder Pflanzen töten hier ordentlich, damit das hier mal ein bisschen wieder vorangeht, ein bisschen schneller. Das geht ja nicht, dass das hier alles so lange dauert. Und Errungenschaft freigeschaltet. Probier's mal mit Wissenschaft. Ich habe, glaube ich, gerade einen neuen Rekord aufgestellt. In Sachen Forschung. Das ist gut. Und da ist das Zeug auch fertig. Wolfram Carbid, das können wir gleich... Ja, nichts an den Rucksack andengeln. Egal, wir brauchen das ja auch hier drüben, glaube ich. Ne, Moment. Großer Schredder wird ja dann hier gebaut. Schätze ich mal, an dem Ding. Mama, großer Schredder, ja genau. Sauber. Brauchen wir natürlich auch wieder eine große Plattform. Jetzt können wir endlich die großen Schrottteile verarbeiten. Und dann können wir auch die Handelsplattform nutzen. Sauber. Nicht schlecht. Der ist wirklich groß. Der ist größer als ich. Guckt mal. Das ist mal ein großer Schredder. Schredder. Gib mir Harz. Denn wir müssen gleich noch eine Plattform machen. Ach, hier macht man also auch den Buggy, okay. Genau. Oh, Harz. Da ist nochmal Harz. Nehmen wir das mal weg und sagen, mach es. Ich sollte mal meine Batterie installieren. Du kannst auch Erde aus dem Kanister in die Zentrifuge geben. Dort bekommst du auch einige Materialien. Das stimmt, ja. Aber das ist halt auch sehr zeitaufwendig, weil man für viele Sachen recht viel Erde braucht. Und da muss man halt sehr viel graben, ne? Ist halt die Frage, ob es sich lohnt, so. Ich baue das jetzt mal... Warte mal, den Schredder bauen wir mal ganz da vorne in der Nähe von den... Von den Schrottteilen auf, da hinten. Hier machen wir mal ein Lager hin, ein zweites. So, Schredder. Verbinden. Hoppla. Oh ja. Das nenne ich mal einen großen Schredder. Nicht schlecht. So, jetzt brauchen wir was zum Schreddern. Wir haben doch hier schon unsere alten Schubdüsen hier hinten. Das hier. Wow, wow, wow. Und hier lag doch auch immer dieses eine Cockpit-Teil, was ich so mitgeschleift hatte. Genau hier. Da haben wir doch schon zwei Sachen. So, wenn das jetzt nicht geht, dann weiß ich nicht, wie der Schredder funktioniert. Jawohl! So muss das aussehen. So muss das sein. Immer rein damit in die gute Stube, in die Futterluke. Guckt euch das an. Yes! Und Achievement. Schrott für den Schrotthändler. Aber das reicht noch nicht. Wir brauchen mehr. Der Wahnsinn! Und auch schön laut ist es. Ja, dann haben wir jetzt ja... Ah. Dann haben wir jetzt ja gleich... eine Funktion für unsere ausgebrannten Düsen und so.
Und dann wissen wir auch, was wir mit unserem Rover bzw. Buggy dann jetzt immer abtransportieren können. Nicht schlecht. So muss das sein. Schön, wie es qualmt. Das ist auch ein schönes Rauchsignal. Da wissen wir immer, wo wir sind. Und wo die Base ist. Wenn der läuft. So eine Düse ist ergiebig hier, ne? Was Schrott angeht. Sieht gut aus. Sauber. Und gleich Nachschub hier. Ja, toll. Dann haben wir jetzt einen neuen Ressourcenkreislauf hinbekommen. Dann können wir jetzt die Handelsplattform ja auch benutzen. Warte mal, vielleicht... Ich guck gleich mal, ob da irgendwie... Ob wir da sinnvollerweise gleich was bekommen. Wenn wir einmal Schrott hochschießen, kriegen wir zweimal Harz. Wenn wir einmal Schrott kriegen wir organisches Leben, kriegen wir Quarz, Graphit, Ammonium, Laterit, Malachit. Wolframit brauchen wir dreimal für zwei. Hämatit auch dreimal für zwei. Zinkblende. Bei Titanit wird es natürlich interessant, ne? Das sind jetzt Ressourcen, die kriegen wir normalerweise erst, wenn wir auf einem anderen Planeten gehen. Nämlich auf die schweren Planeten. Da würden wir für zwei Schrottelemente einmal Titanit bekommen. Lithium ist ja mal richtig teuer. Alter Schwede. Titanit und Lithium sind, glaube ich, mit am interessantesten tatsächlich. Der ganze andere Kram. Ja, Malachit vielleicht auch noch. Als, falls wir mal irgendwie ein Metall oder so brauchen, keinen Bock haben zu farmen. Nicht schlecht. Ich wäre ja dafür, gleich mal ein bisschen Titanit zu besorgen, ehrlich gesagt. Wenn wir jetzt 4 Einheiten Schrott rauskriegen sollten, können wir ja schon 2 Einheiten Titanit bekommen. Na okay, wir haben nur 3. Aber hier ist doch schon Schrott gewesen in der Nähe. Den kriegen wir doch ganz easy darüber. Warte mal. So, das sollte man jetzt natürlich dann mit seinem Fahrzeug machen eigentlich, ne? Also man sollte das nicht... zu Fuß machen. Ich mache das jetzt trotzdem mal zu Fuß. Ich setze mich einfach über diese Dinge hinweg, wie ich das immer tue. Ja, und diese Fahrzeuge hier, die kann man dann nur schreddern, wenn man dann wahrscheinlich den Schredder an ein Fahrzeug anbaut und das dann so macht. Warum kann ich das jetzt nicht nehmen? Das kann ich nicht abnehmen. Scheiße. Aber da drüben war noch was. Hier ist noch Schrott. So, den kann ich nicht nehmen. Den kann ich aber doch nehmen, oder? Ja. Kann er den nicht in die Hand nehmen? Wie er den Kopf schüttelt. Nö, nö, nö. Das trägst du mal schön selbst. Die Handelsplattform lieber neben dem Schredder. Eigentlich sinnvoll, ne? Dann sind die Wege kürzer. Dann vielleicht flanscht er dann auch direkt den Schrott an die Handelsplattform dran, oder? Aber der mittelgroße Schredder ist ja mal echt eine Enttäuschung, ne? Dass der so gut wie gar nichts schreddern kann eigentlich. Muss ich jetzt mal wirklich so sagen. Oh, das war's schon. Okay. Ja, da müssen wir mit unserem Buggy ran. Das hilft alles nichts. Ich schaue jetzt nochmal, was brauche ich denn für eine große Solaranlage? Also für eine mittelgroße Solaranlage. Hatte ich die schon freigeschaltet eigentlich? Okay, hier nicht. Ach ja, die mache ich ja am anderen. Die mache ich ja hier. Brauchen mehr Energie. Hä, hatte ich die noch nicht freigeschaltet? Die Solaranlage? Das ist mir aber verwirrt hier. Wo war die jetzt nochmal? War die hier? 3000 Bytes. Ach, scheiße.
Aber wir kriegen immer noch Bytes rein. Wahrscheinlich von dem Forschungsding, was hier noch auf dem Mond rumsteht, da auf dem einen. Die hat nur gerade nicht so viel Energie, wie es aussieht. Okay. Ja gut. Man könnte jetzt hier natürlich noch ein bisschen diese kleinen Knubbel scannen. Oder wir fahren einfach mal im Rover los, aber der hat jetzt keinen... Ja doch, der hat ein Windrad, das geht glaube ich noch. Und einen Generator haben wir auch noch. Komm, wir fahren mal schnell los. Und hol mal noch Knubbel. Wir müssen nur auf 3000 kommen. Das kann nicht so schwer sein. Dann können wir eine Solaranlage herstellen. Augen offen halten, nach Forschungsknubbel. Nach Knubbels. Wir brauchen Knubbels. Knubbels. Habe ich nicht vorhin, bevor ich angefangen habe zu streamen, gesagt, ich mache heute nicht so lange? Es ist schon wieder 23 Uhr, ne? Das ist mal ein bisschen schräg schon wieder. So, das müssen wir jetzt aber noch machen. Das muss jetzt sein. Ich will die Solaranlage haben noch. Will das noch schaffen. Das Letzte, was wir heute tun. In diesem Stream, in dieser Session. Mach doch noch Windräder drauf. Ach, brauchen wir nicht. Guckt mal, das geht so. Ist ja nur eine kurze Strecke auch. Außerdem haben wir noch den Reaktor, also den Bioreaktor. Zur Not. Falls Energie knapp wird. So, wir haben's. Wir haben die Forschung. Die wir brauchen. Und die flanschen wir jetzt da drauf. Mit dem... Ach Gott, ich wusste es. Mit dem Rover geht das ja ganz schnell. So. Sind ja zwar nur 360 Punkte, aber das geht schon. Guck mal, das ist auch das Einzige, was noch fehlt. Die 360. Hervorragend. Hervorragend. Ja, wir suchen mal noch was. Wie lange dauert das jetzt? 7 Minuten? Ich glaube, ja. Wir suchen noch einen Knubbel. Können wir die Zeit sinnvoll investieren hier? Wir machen einen Halb-2-Stream draus. Nee. Dann ist das, eine Story ohne Ende am Ende. Und auch dieser Satz war wieder sehr merkwürdig. Ich glaube, habe ich da drüben Forschung gesehen? Nee. Das war eine Ressource. Ich meine, Kleinvieh macht ja auch Mist. Warum schwebt eigentlich diese Pflanze da so komisch? Wir können ja auch einfach mal hier die Dinger nehmen. Es sind immerhin 24 pro Scan. Naja, nicht ganz, aber... Beschleunigt die Sache auch noch mal ein bisschen. Wie gesagt, nur 3000 müssen wir erreichen. Und da ist schon wieder der nächste Knubbel. Ausgezeichnet. Und da können wir schon wieder zurückfahren. Ah, Moment, da ist noch was. Sehr gut. Wie viel haben wir jetzt? Ah, wenn ich da drauf sitze, kann ich es nicht sehen. Oh ja, wir sind fast dran. Wir sind fast dran. Wir haben es gleich. Wir haben es gleich. Vielleicht können wir die Solaranlage freischalten. Bau den Buggy. Ja doch, kommt ja alles noch. Aber doch nicht alles auf einmal. Energieprobleme müssen wir lösen erstmal. Ein Buggy ohne Solaranlage bringt ja nichts. Aber für Solaranlagen braucht man da nicht Kupfer. Stimmt, warte mal, Kupfer. Können wir das nicht auch über die Handelsplattform bekommen? Oh Mann. Also, wie heißt eigentlich Kupfer?
Gute Frage, nächste Frage. So, jetzt müssten wir es eigentlich schon haben, alles. Ich muss mal in die Astropedia gucken, wie Kupfer nochmal hieß. War das Laterit? Ich glaube schon. Oder Malachit. Ne, Malachit war das. Kupfer müsste Malachit sein. Stimmt, genau. Okay, gucken wir mal. Handelsplattform. Was brauchen wir denn für Malachit? Oh, guck mal, das ist gut. Da, das holen wir uns jetzt mal hier. Dann können wir nämlich Solarzellen herstellen. Das ist ganz wichtig. Schrott, genau. Den ganzen Schrott, den nehmen wir jetzt rüber. Drei Einheiten, das sind drei Einheiten Malachit. Das ist doch super. Oh Gott, ich muss wirklich die Handelsplattform hier durchhechte wie Tom Cruise. Herrlich. Die Handelsplattform wirklich mal auf die andere Seite stellen. Das ist so dringend eigentlich. So, jetzt aber, meine lieben Freunde. Malachit. Trade in progress. Jawohl. Flieg und Sieg. Und jetzt müssen wir warten, glaube ich. Das dauert jetzt ein bisschen. Okay. Jetzt erstmal. Genau, jetzt haben wir für die Solaranlage genug Punkte, genau. Glas und Kupfer, sehr gut. Hervorragend, das ist wichtig. Das ist sehr, sehr wichtig. Wie lange braucht die Handelsplattform jetzt, bis sie das abgeschickt hat? Glas ist hier, ne? Ja. Fehlt nur noch... Oh, sie kommt wieder, sie kommt wieder, sie kommt wieder, sie ist da, sie ist da, sie ist da, sie ist da, sie ist da. Ah, Erfahrung hier, Errungenschaft freigeschaltet, Schrotthändler. So, das müssen wir jetzt brennen lassen. Schmelzen-Dingsbums. Genau. So, und dann können wir eine große Solarzelle herstellen. Also, ja, eine mittelgroße halt, ne? Für mich sind die großen, also die mittelgroßen Sachen sind für mich immer noch groß, weil ich das aus der Early Access noch gewohnt bin. Da gab es die ganz großen Elemente nämlich noch nicht. Und deswegen ist die mittelgroße für mich schon die große. Der Tom Cruise, genau. Schön, dass alles so nah beieinander ist. Ja, die Base ist total gut geplant. Das ist mit effizient und... Mit effizient, genau. Mit Effizienz und... Ja, Sicht für das große Ganze gebaut hier, ne? Also. Oder auch nach dem Motto, das Genie beherrscht das Chaos. Kran, ach Kran. Kran ist Kram. Wir haben jetzt eh keine Forschungspunkte mehr dafür. Guckt euch das mal an hier. Ich muss jetzt erstmal wieder warten. Mann, dauert das lange, bis da mal ein bisschen Kupfer fertig ist. Solaranlage. Ach so, genau, warte mal, wir können das doch beschleunigen, Mensch. So. Muss ich das hier machen? Mittelgroßes Solarmodul, endlich. Endlich ist es soweit. Unsere Stromsorgen haben ein Ende. Naja, so mittelgroß sieht das jetzt ehrlich gesagt gar nicht aus. Und es ist fertig, ja. Boah, das ist schon ein ganz schöner Progress jetzt, bis man überhaupt erstmal an die Dinger rankommt. Jetzt ist natürlich keine Sonne am Start gerade, ne, ist logisch. Aber wenn es dann mal scheint, dann richtig. So, ich würde gerne mal die ganzen Gaskanister in unser Lager reinsetzen. Da ist noch ein Platz frei. Na, wie sieht's aus? Komm, Sonne, geh mal auf. Ich will mal wissen, wie viel Energie hier jetzt reinkommt. Weil die Sonne sich auch so dafür interessiert, wie viel Energie ich brauche.
Ich will das jetzt wissen. Ich will das jetzt wissen. Wie viel da reinkommt. Kannst ja auch noch den Buggy bauen. Ja. Dieses Solarmodul können wir dann auch mitnehmen, wenn wir zum Beispiel Energieinput brauchen. Für die Forschungsdinger da zum Aufmachen. Ganz wichtig. Plonk. Ist schon wieder durch? Nee. Na los, komm. Wie lange das dauert. Jetzt. Oh yeah, Baby. Oh ja, guckt euch das mal an, wie viel das gleich hier voll macht. Nicht schlecht. Dann geht der Forschungsprozess jetzt auch richtig schnell, glaube ich. Oh ja, guckt mal, der ist richtig gut jetzt. So muss das sein. Da können wir die nächsten gleich nachlegen. Wunderbar. Dauert nicht mehr lange. Wie viel haben wir jetzt wieder? Schon wieder 500, nicht schlecht. Wie viel brauchte der Anhänger jetzt nochmal? 3000, na okay. Da müssen wir ein bisschen für stricken auf jeden Fall. Super, das ist durch. Und solange es noch hell ist, machen wir gleich den nächsten noch mit. Also. Genau, jetzt sollte ich den Anhänger machen, ne? Ne, den Rover sollte ich erstmal machen. Und zwar mit Gemisch. Was war das nochmal? Buggy. Aluminium und Gemisch. Moment, Aluminium hatten wir doch hier noch. Genau, hier. Hatte ich Gemisch noch? Ja, hier. In einem geordneten Haushalt findet sich alles wieder. So, jetzt bin ich aber mal mächtig gespannt. Ich sehe schon, was noch fehlt. Wir brauchen noch einen Sitz, sonst können wir den gar nicht benutzen. Da kann ich mich schon mal direkt drum kümmern. Wir brauchen einen Rover-Sitz. Mit zweimal Gemisch natürlich. Natürlich das, was wir jetzt wieder nicht haben hier. Doch, hier ist noch eins. So. Hier hinten war irgendwo noch Gemisch. So, das ist jetzt das Letzte, was ich heute mache, ey. Danach ist mein Gehirn sowas von Mus, meine lieben Freunde. Den Sitz hast du vorher zerschreddert. Nee, der war kaputt. Das war ein kaputter Sitz, glaube ich. Es war, glaube ich, keiner, den ich gemacht habe. Oder? Oder war das einer, den ich... Ach, keine Ahnung. Ist jetzt auch egal. Du musst die Materialien nicht in den Hersteller packen. Ja, aber ich finde das immersiver, wenn ich das mache, weil ich dann genau weiß, was ich gemacht habe. Wenn der die mir einfach wegnimmt, dann kriege ich das vielleicht gar nicht mit. Und dann denke ich, ich habe ja noch was davon. Aber dabei habe ich das gar nicht mehr, weil er sich das schon genommen hat. So verliere ich nicht den Überblick. Der Witz war gut, ne? Ich und ich verliere nicht den Überblick. Genau. Wem will ich hier eigentlich was vormachen? So. Das kommt daran. Und los. So, dann holen wir den Rover gleich mal hier rüber. So, der muss ja jetzt deutlich geiler sein als der Traktor hier. Auspacken. Sitz. Haha. Ja, der ist jetzt natürlich nicht aufgeladen. Aber kann der jetzt... Der hat doch auch nur zwei Andengel-Slots hier hinten. Der kann ja nicht mal ein Lager tragen. Der ist ja viel schlechter als der Truck. Der kann ja nicht mal ein Lager... Der Traktor, der kann ja wenigstens vorne noch ein Lager dran haben. Da. Ist ja doof. Also es reißt mich jetzt ehrlich gesagt nicht so vom Hocker, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich mache mir jetzt mal noch eine kleine Solarzelle, dann können wir damit schon mal rumfahren.
So. Dann setzen wir die jetzt an Rover dran. So. Pünktlich zum Sonnenuntergang losfahren ist auch gut. Ja, der... Wow, da muss man aber wieder aufpassen hier mit dem Ding. Ja, der ist jetzt... Ich glaube, da muss man wirklich einen Anhänger haben. Aber ich kann da doch auch gar nichts ranhängen. Wie soll ich denn hier was ranhängen? Ich habe ja nicht mal ein Kabel. Oder bin ich jetzt blind? Da ist doch nicht mal ein Kabel dran. Oder habe ich was nicht mitgeschnitten? Wie macht man denn dann das? Ja, da bin ich auch froh, dass ich den Traktor zuerst gebaut habe. Darf ich jetzt schon mal sagen, auf jeden Fall. Weil damit was zu transportieren... ist jetzt nicht so prall, glaube ich. Deswegen ja der Große. Das muss ich nochmal gucken. Ach so, mittelgroßer Rover. Ach so. Ja, da braucht man doch Kunststoff und Gummi dafür. Das müssen wir ja auch erstmal wieder kriegen. Wie kriegt man das eigentlich? Bestimmt an einem Chemieding. Gucken wir mal. Kunststoff. Gummi. Hier ist Gummi. Harz und organische Ressource. Okay, das geht relativ einfach. Und Kunststoff ist Kohlenstoff und Gemisch. Das ist eigentlich auch relativ einfach. Na, okay. Ja, hätte man den natürlich nehmen können. Aber ich sag's mal so. Mittlerweile geht's ja eigentlich recht fix mit den Forschungspunkten. Wir haben ja jetzt uns relativ schnell auch wieder auf das Solarmodul hochgeforscht, sage ich jetzt mal. Und dadurch, dass wir jetzt auch Energie schneller am Start haben in der Base, durch das Solarmodul und so, und die Batterie, die das zwischenspeichern, können wir jetzt ja auch schneller forschen. Das heißt, das sollte jetzt nicht das Problem sein, denke ich mal. Hoffe ich mal. Meine ich jetzt einfach. Erzähle ich jetzt einfach, wenn es nicht stimmt. So. Ich würde aber sagen, meine lieben Freunde, jetzt an der Stelle war es das wieder mit Astronier. Es ist wieder an der Zeit. Wir haben jetzt den Buggy gebaut, den kleinen. Das ist ja zumindest mal ein kleiner Erkunder und so. Also ganz sinnlos ist es jetzt nicht, würde ich sagen. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Schaut auch gerne mal in die anderen Videos rein, die hier an dieser Stelle verlinkt sind. Oder abonniert gerne meinen Kanal, wenn ihr es noch nicht getan haben solltet. Und dann sehen wir uns wieder beim nächsten Mal in Astronia. Bis dann, ciao, ciao. Hui. Hui. Hui.